Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zum Opening der Build and Battle Stadion Box. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so eine Box selbst privat noch nie geöffnet, deswegen bin ich jetzt mehr als gespannt, was da drin ist. Ich habe mal schon mal hinten drauf durchgelesen, was das alles ist oder was das sein soll. Und das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ihr habt hier insgesamt zwei Decks mit 40 Karten drin, plus Booster Packs, plus Würfel, alles um loszulegen und mit einem Kumpel gegeneinander spielen zu können. Also ich bin sehr gespannt, was hier. Okay, ihr habt Booster Packs, 1, 2, 3 Stück. Die Energiekarten, ganzer Stapel davon. Würfel sind mit drin. Und Schadensmarken sind mit drin. Und diese beiden Decks. Wir packen mal die Sachen hier wieder rein. Und dann gucken wir mal, was hier Schönes drinnen ist. Und dann machen wir die Booster Packs auf. So, ich habe natürlich jetzt gerade hier nichts zum Aufmachen. Muss ich mal kurz mein Messer schnappen. Und mal einen kleinen Schnitt setzen, wo ich hier rein kann. Machen wir ein bisschen hier unten. Und nochmal da unten. Gucken wir mal rein, was hier Schönes drin ist. Wie gesagt, ich habe so eine Box auch selbst noch nie geöffnet. Ich bin aber auch nicht der TCG-Spieler an und für sich, ich bin eher der Sammler. Ah, okay. Okay, das ist ein Schubo. Also rausschieben. So. Hier ist des Rätsels Lösung. Natürlich Beschreibung damit dazu. Ah, okay. Und ihr habt so eine Holo-Pomo-Karte mit drin. Ah, okay. Die sind cool. Die sind cool. Also müsste jetzt in jedem Deck, in jeder Deckbox so eine Promo-Karte mit sein. Okay, dann machen wir das mal auf und gucken mal in das Deck rein, wie das Deck aussieht. Und machen immer die passenden Packs dazu auf und gucken, was wir dazu reinnehmen könnten. Vielleicht haben wir Glück. Wir können ein cooles Deck bauen. Auf jeden Fall schon mal eine coole Promo-Holo von Mylonda. Mein Gott, geh auf. So. Code-Karte ist natürlich auch mit am Start, damit ihr das Deck online spielen könnt. Und wir gucken mal rein, was hier Schönes drin ist. So, bei Londa haben wir drin Wasserenergien, Stahlenergie, Quax, Nagiragi, Puentente, Herashai, bei Londa, Gym, Nestball, Knatox und Knattatox, Knirfisch, Puentente, Herashai. Okay. Und Erklärung, wie man die ganzen Sachen spielen kann. Also auch sehr cool gemacht. Kann man machen. So. Da gucken wir jetzt mal rein. Die holen nämlich mal mit hier rüber. Gucken wir jetzt mal rein, was in den vier Booster Packs mit drin ist. Die wir jetzt mit dazu gezogen hätten, praktisch gesehen. Okay, die Idee ist ganz cool. So, Scampisto würde dazu passen, Knattatox würde dazu passen, Energieumschalter könnten wir nehmen, Magnetino eher nicht so, Riffex nicht so, Farmeeps könnten wir nehmen, Lokronk nicht, Toxel könnte man nehmen, Flanival könnte man nehmen und wir hätten ein Riesenrad EX, was wir auch noch mitnehmen könnten. So, und eine Kampfenergie natürlich, dadurch, dass wir natürlich noch Energiekarten mit dazu haben, könnte man Reflex natürlich auch nehmen. Wir hätten ja Toxel und Reflex noch mit drin. Würde also schon gehen. Und Energiekarten kriegen wir noch mit dazu. Aus dem großen Packen. So. Schmetterhammer könnten wir spielen. Gladiantri, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir haben noch einen Quaps und einen Fuentente.
Mopex würde gehen. Keine Ahnung. Quirtle, Kibbe und Lokronk würde ich jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen. Warum Lokronk vor allen Dingen? Skelokronk. Da könnte man ja tauschen untereinander. Ach, die Idee ist schon cool. Also, mir gefällt gerade so die Idee dahinter, so ein Ding zu kaufen mit einem Kumpel und einfach dann daraus ein Deck zu bauen mit 60 Karten. So, Knatox geht nochmal. Energiemaschalter geht. Magnetino nicht. Carpodo würde gehen. Boyenhand würde gehen. Ja, nicht so. Mimi würde gehen. Staravia würde gehen. Sonderwurm könnte man nehmen. Herashai als Holo würde gehen. So, Scampisto würde gehen. Pokémon würde gehen. Taunen nicht. Martino ja nicht. Paris würde gehen. Riffex würde gehen. Tetsuan geht. Hyperball geht. Und Voltrell würde auch nicht so gehen. Servo würde noch gehen. So, das wären die Karten, die man gut und gerne noch in das Deck einbauen könnte. Wir haben haufenweise Trainerkarten, Farblos-Karten, Wasser-Pokémon. Und ein paar Stahl-Pokémon noch mit. Und Riffex und Toxel könnte man auch mit reinbasteln. Also würde schon mal ganz gut aussehen. Ich nehme noch ein Pack von denen. Das ist einfach das Glückspack aus der ganzen Box. So. Hat jeder 5 Packs, die er benutzen könnte. So, Staravia würde gehen. Trassel ja nicht so. Sweeps würde gehen. Flecken würde gehen. Hypno nicht so. Der Strandplatz würde gehen. Und dann ist Pendel nicht so. Und der auch nicht so. Okay. Das wäre die Ausbeute aus der ersten. Ja, aus dem ersten Build und Battle, würde ich jetzt mal sagen. Machen wir mal das zweite auf. Ich bin gespannt, zum einen, was für ein Deck da drin ist. Und zum anderen, was in den Booster Packs drin ist. Wenn man hier einfach mal so eine keine Ahnung, 70-Euro-Karte zieht, das wäre schon krass. Das wäre schon wild. So, zweites Deck mit Beschreibung: Pamamo. Aber keine Code-Karte, das heißt, die Code-Karte ist komplett für die beiden. Ach, die Code-Karte ist hinten dran. Komplett für die beiden Decks, aber nein, pro Deck eine Code-Karte. So, geh auf. Mein Gott, was ist das denn immer für ein Krampf mit diesen Plastikverpackungen? So, Codekarte. Anleitung, was da drin ist und wie es spielt. Und unsere Holo Pamamo. So, wir haben Energiekarten drin. Pflanze und Elektro. Dazu haben wir Pamo. Pummel, Poponcho, Pamamo. So. Und Pamomamo. Mein Gott. Was für ein Akt immer. Nespal, Villon, Sonderbonbon, Pamo, Pomel. Okay, Villon und Pamo ist hier mit drin. Okay. Also Pflanzen und Elektro-Pokémon. Wir legen los mit dem ersten Pack. Wir hätten das nicht. Magnetilo geht safe klar. Tarundel geht safe klar. Hallo? Pokémon Fern geht safe klar. Strafter würde gehen. Generator geht. Schlickdrehen nicht so. Der würde gehen. Der würde gehen. Und ein Miraidon EX geht natürlich auch sehr, sehr gut in das Deck rein.
So, weiter geht's. Funktioniert, funktioniert. Könnte man, ja, geht auf jeden Fall. Pepper geht, Noctuska geht, Rotom geht, Chanera geht und Miraidon geht. Noctuska müsste man natürlich gucken, wenn man jetzt kein Tuska hat. Dann ist man natürlich ein bisschen aufgeschmissen, aber an und für sich würde es schon funktionieren. So. Rockaiman geht nicht so, Menki geht nicht so. Der geht, der geht. Der geht, EP-Teiler geht, Cosima geht. So, die gehen schon mal rein. Wie gesagt, ihr müsst natürlich mal gucken, ob ihr die erste Stufe habt, wenn ihr eine zweistufige Entwicklung habt. Aber im Großen und Ganzen kann man das schon benutzen, wenn es funktioniert. So, Wumer. Wumer geht nicht. Könnte man machen, könnte man eventuell machen. Jawohl, eigentlich ist es ein Pflanzen- und Elektrodeck, da will ich nicht so viel reinschmeißen. Nee. Trotzband, eine Reiter als Reverse. Kroken nicht und hat den Pierre auch nicht. Ah, das zweite Deck hinkt ein bisschen hinterher, finde ich. Wobei da ist ja sowas wie Miraidon X mit dabei ist, das ja schon krass ist. Und ich glaube, zwei Miraidons hatten wir jetzt. So, letztes Pack für das Deck. Carpador Magnetilo geht, Taronier geht, Protoplanet geht. Oh, das ist doch cool. So, also es würde schon einiges funktionieren, was man reinpacken kann. Die Idee ist auf jeden Fall sehr cool. Also mir gefällt die Idee richtig gut. Und ich weiß auch, worauf die damit abzielen, dass das nämlich gespielt wird, das Pokémon TCG, nicht nur gesammelt wird. Also können wir schon vorstellen, bei irgendeinem Turnier oder so, in irgendeinem Store, wo es so TCGs gibt, so eine Build- und Battlebox, Booster-Packs dazu und einfach eine halbe Stunde basteln, das wäre schon geil. So, Flanival, Klatox, Carpador, Pamips, Vitalitätsband, Riffex, Forschung des Professors, Fragrons und das Glückspack hat Glück gebracht. Oh mein Gott, wir haben Forschung des Professors in der Variante für Pokémon Violet. Ich habe das schon gezogen mit der Professorin für Scarlet. Das habe ich beide. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Kann man machen. Also hat es schon mal gelohnt. So. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr diese Boxen findet, zum einen. Und zum anderen, ob ihr sie auch benutzen würdet. Und vielleicht mit einem Kumpel zusammenlegen würdet, mit einer Freundin zusammenlegen würdet. Einfach mal so eine Box kaufen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Finde ich mega interessant. Und wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt gerne dazu schreiben, wenn ihr irgendwas Cooles gezogen habt. Das war's von mir in dem Video. Bis dahin, haut rein und ciao.